den starken Herausforderungen des Gesetzes. Die Ausstellung von starken Herausforderungen, der Herr Wilhelm Karsten Halbfinale. Wir treffen aufeinander als Gastgeber der Stralsunder HV und der Gegner aus der Verbandsliga West, der SV Kriewitz. Kriewitz im Ballbesitz, spielt von links nach rechts. Ballverlust. Und Stralsund kommt über den rechten Flügel und erfolgreich ist die Nummer 20, Erik Hoffmann, 1:0 für den SAV. Mit dem ersten Wurfversuch und Patrick Rethi setzt nach, erarbeitet sich den 7 Meter. Und dazu tritt an Marek Posekart, sein Gegenüber wird sein Tom Kort. Erster Sieger im Duell vom Punkt. Der Abpraller bleibt auf der Seite vom SV Kriewitz. Und Stürmerfoul provoziert wieder der SHV. Die erste schnelle Bewegung. Und der Treffer durch die Nummer 18 vom 2:0. Christian Steve Marshall. Von Patrick Rethi nach Pass von Steve Langmark, 1:2. Finger aus. Da ist wohl der Finger ausgekugelt, schmerzverzerrtes Gesicht.
Und schöne Szene, da ist der Finger raus. Aber so wie ich Patrick kenne, wird das nicht allzu lange dauern. Da ist der Finger wieder drin und Patrick wieder auf der Platte, um seinem SV Kriwitz weiterhin zu unterstützen. Der Wurf geht vorbei von Steve Langmar, von Steve Marshall. Jetzt Marco Dankert. Zieht den 7 Meter. Und das nächste Duell wird sein Steve Langmar gegen Tom Kort. Und Steve Langmark macht es besser, bezwingt Tom Kort im Tor vom SAV. Ausgleich 2:2. Im Gegenzug. Die Nummer 20, Erik Hofmann zur 3:2 Führung. Und auch Benny Zacho geht ins 1:1, zieht die gelbe Karte und den 7 Meter. Die gelbe Karte für Christoph Vetter vom SAV und erneut das Duell Steve Langmar gegen Tom Kort. Und ein zweites Mal mit ein bisschen Glück, Steve Langmar erfolgreich, Ausgleich 3:3. Das war toll gemacht. Michael Köhler, auch Michael Schmidt und erneut die Führung 4:3 für den SAV. Heute ist es Steve Langmark mit einem wunderschönen Schlagwurf aus der Rückraummitte. Erfolgreich 4:4. Legt wieder nach, Führung 5:4 für den SHV. Und 2 Minuten Strafe gegen Michael Schmidt. Na los. Darf ich mal?
am Schloss scheitert an Tom Korns. Auf 6:4. Tom Kort wieder mit den Händen am Ball. Entschärft den Hüftwurf von Steve Langmark. Bleibt also bei der 2-Tore-Führung für den SAV. Durch die Nummer 20, Erik Hofmann, Führung 7:4. Und auch schon der Torwartwechsel auf Kriebitzer Seite. Gerd Körner raus und es kommt Heiko Frick. Passives Spiel angezeigt. Das macht sich Steve Langmark zunutze, steigt aus dem linken Rückraum hoch, hat die unterstützende Sperre von Stefan Floss und verwandelt sich ins obere linke Eck zum 5:7. Dort in der Zentrale. Erfolgreich ist für den SHV die Nummer 33, Tim Shishan. Der passives Vorwarnzeichen angezeigt durch die Schiedsrichter. Da hat Steve Langmark ein wenig zu lange gewartet. Jetzt geht es wieder unheimlich schnell. Abwehr durch den Kreis. 7 Meter für den SHV. Da kommt es zum Duell. Heiko Frick im Kasten gegen Erik Hofmann. Erik Hofmann bleibt Sieger im Duell, baut die Führung aus für den SAV zum 9:5. Nächster Ballverlust auf Kriebitzer Seite. Michael Köhler mit einem wunderschön vorgetragenen Heber baut die Führung zum 10:5 aus. Benny Zacho verkürzt um 6:10.
Den muss sich der Torwart Tom Kort selber anstreichen. Der Ball war eigentlich schon gehalten, hatte keine Schärfe. Und er ledert sich den selber ins Netz. Wieder passives Spiel. Jetzt muss es wieder schnell gehen. Ein Pass, Feuer frei. Steve Langmark in die Arme von Tom Kort. Tolles Stellungsspiel vom Torhüter des SAV. Leitet dann mit einem tollen Konterpass auf Christian Vetter das 11:6 ein. Wiederum das passive Vorwarnzeichen. Michael Prempel in den Block. Ecke für den SV Kriwitz. Das passive Spiel bleibt angezeigt. Und Stefan Floss scheitert, obwohl behindert, am gut aufgelegten Torwart vom SAV, Tom Kort. Steve Langmark holt sich die 2 Minuten Strafe. Somit der SV Kriwitz für 2 Minuten in Unterzahl. Die Zeit ist angehalten. Ermahnung vom Schiedsrichter an den Trainer Gordon Witt vom SV Kriwitz. Soll sich bitte zurückhalten. Beim nächsten Mal gibt es die Strafe. Das geht unheimlich schnell, unheimlich einfach sieht das aus, was der Drittligist hier macht. Treffer durch Christian Vetter zum 12:6. Von Michael Prempel. Durch den Ballverlust. Die Nummer 30 vom SAV. Tim Chishan zum 13:6. Und Team Timeout. Genommen von Gordon wird dem Trainer vom SV Kriwitz.
Zufriedenheit sieht anders aus. Ich hoffe, Gordon Witt hat sein Team nochmal neu eingeschwört. Der kann ja eigentlich auch nur besser werden. Und der SAV spult sein Programm ab. Haben gestern noch die Belastung in der dritten Liga gehabt. Mit ihrem Auswärtsspiel in Flensburg. Holla, Boris Demke nimmt sich ein Herz, zieht ab als kleingewachsener Linkshänder. Und erzielt den Anschlusstreffer zum 7:13. Und beim SV Kriewitz jetzt im Tor. Hajo Goris. Ein alter Bekannter aus der MV-Liga, hat dort bei der SG Banskoletz gespielt und viele Jahre auch beim SV Post Schwerin. Vielleicht kann er die wichtigen und entscheidenden Impulse an die Mannschaft geben, indem er ein, zwei wichtige Bälle aus dem Spiel nimmt. Marco Danke scheitert an Tom Kort. Passives Vorwarn zeigen. Tolle Parade von Ayo Goris. Er kauft dem Shishang mit einer gekonnten Bewegung den Ball ab. Ballverlust durch Prempel. Und Schmitz schnell Ball eingeleitet. Und Shishang scheitert erneut an Heiko Goris. SAV bleibt aber im Ballbesitz. Und der nächste Versuch. Der sitzt. Erik Hofmann. Bereits mit seinem 5. Treffer in diesem Spiel und dem 14. für den SAV. Gutes Aufkreuzen im Rückraum, aber leider nicht von Erfolg gekrönt. Und im Gegenzug erneut Heiko Goris, kauft Malte Herrmann seinen Hammer vom Kreis ab. Und trotz alledem, der Abpraller landet wieder beim SAV, somit erneut die Chance. Erneut, Shishang scheitert an Goris, der sehr solide in die Partie reinkommt.
Kapert jetzt im Spiel auf der halblinken Rückraumposition. Passives Vorwarnzeichen. 9 Meter. Und wird geblockt vom Innenblocker des SAV. Zeitspiel bleibt wieder. Und erneut wird der Ball geblockt. Und Michael Schmidt erhöht zum 15 zu 17. Sehr auffällig ist, dass der SV Kriewitz kein probates Mittel findet, die großgewachsene und massive Abwehr des SAV zu knacken. Haben hier jetzt schon bestimmt das 6., 7. Mal das angezeigte Zeitspiel der Unparteiischen gehabt. Und auch mit Einzelaktionen, wie hier eben gerade gesehen, hat man keinen Erfolg. Man produziert technische Fehler, in dem Fall ein Schimmerfoul. Steve Langmar Glück gehabt. Der Treffer zählt trotzdem. Und erzielt hat ihn Tim Shishan. 16 zu 7 die Führung für den SAV gegen den SV Kriewitz. Und Bo Semke mit dem Fehlpass. Jetzt macht er es besser. Er zieht einfach mal ab. Der kleine Mann mit der 83, Boris Demke, mit dem Anschlusstreffer zum 8 zu 16. Trainer Gordon Witt wechselt durch. Jetzt sehen wir auch Marek Posekart mit der Nummer 25 beim SV Kriewitz auf der Platte. Wie auch mit der Nummer 26. Mike Langkopf. Aber nichts so ungut. Treffer Nummer 17 für den SAV. Etzul. Durch die Nummer 8, Malte Herrmann. Kapart, der Wurf, Tom Kors bleibt Sieger in dem Duell. Aber auch Herrmann scheitert an Goris. Somit geht es wieder schnell auf die andere Seite. Und erneut scheitert Frank Kapart an Tim Kors. Tom Kors. Gelbe Karte für die Nummer 18, Steve Marshall. Und zusätzlich auch die gelbe Karte für den Trainer des SV Kriewitz, Gordon Witt. Erst holt er sich die gelbe Karte ab. Jetzt ist er erfolgreich für seinen SAV. Steve Marshall erhöht zum 18 zu 8.
Fehlpass von Steve Langmark. Tor im Konter von Malte Herrmann. Und zusätzlich für die Nummer 8 vom SHV Sims, Tim Röderans, die gelbe Karte. Die Führung jetzt für den SHV 19:8. Meter. Abwehr durch den Kreis. Und das Duell jetzt wird sein. Erneut Steve Langmark gegen Tom Kort. Und jetzt kommt auch noch das Wurfpech dazu bei Steve Langmark. Hat den Torhüter Tom Kort super ausgeguckt. Der Ball bleibt aber an der Unterlande hängt, kommt wieder aus dem Tor zurück. Und im Gegenzug ist es erneut Malte Herrmann, der den Abstand auf 20:8 erhöht. Pass geht ins Leere. Treffer Nummer 21. Eingeleitet durch Erik Hofmann mit dem Pass auf Michael Schmidt. Und der nutzt diese Chance eiskalt. Einzelleistung von Boris Demki. Bernaststein-Gegenspieler und erzielt den Treffer Nummer 9 für den SV Krivitz. Pass vom Posekart auf Zacho. Der scheitert noch an Tom Korn. Und mit dem Schlusspfiff erzielt Boris Demki das 10. Tor für den SV Krivitz. Dem entgegenstehen 21 für den SHV. Da bin ich wieder, zweite Halbzeit im zweiten Halbfinale um den HVMV-Pokal. Stralsunder HV gegen den SV Krivitz, Halbzeitführung 21:10. Das haben die Jungs toll gemacht. Der Pass kommt von Steve Marshall. Vollenden tut das Ganze Malte Herrmann, 22:10. Und Steve Langmark fängt wieder in der zweiten Halbzeit so an wie in der ersten. Angefangen hat mit einem Hüpfwurf und dem Treffer Nummer 11 für den SV Krivitz. Es war bereits sein 5. Treffer in diesem Spiel.
tolles Aufposten von Tim Shishang und den Pass auf Michael Schmidt, der sie gekonnt am Kreis in Szene setzt und Heiko Goos im Tor des SV Kribitz bezwingt zur 23:11 Führung. Ballverlust von Steve Langmark, kann den Ball nicht halten. Und im Gegenzug ist erfolgreich Erik Hofmann für den SHV. Hajo Goris mit einer tollen Parade gegen Steve Marshall und Stefan Floss mit dem Schrittfehler. Keine Absicht zu unterstellen, ist in die Arme gerutscht. Tim Shishang liegt auf dem Boden. Hoffen wir, dass es für ihn in Kürze weitergeht. Und für Tim Shishang geht es weiter, er steht wieder. Und nach Informationen vom SV Kriwitz befindet sich Patrick Rittit mit einem ausgekugelten Mittelfinger im Krankenhaus hier in Bad Doberan. Wünsche ihm gute Besserung und dass er alsbald wieder den Ball in die Hand nehmen kann. Erik Hofmann erhöht auf 25:11. Erneutes Missverständnis. Ballbesitz für den SHV. Und Steve Marshall mit Urgewalt in die Maschen des SV Kriwitz. Und es steht mittlerweile 26:11. Stefan Floss schön rausgelegt auf Marco Dankert. Der kann sich über die Linksaußenposition in Szene setzen, bezwingt Tom Kort und verkürzt auf 12:26. Stürmer faul durch Malte Herrmann. Freiwurf für den SV Kriwitz. Erneut Steve Langmark, der sich durchsetzen kann. Gegen Malte Herrmann. Er bekommt den 7 Meter zugesprochen, der Unparteiischen.
Und jetzt kommt nochmal Marek Posekart, der beim ersten Mal nicht ganz so viel Glück hatte. Ihm gegenüber steht Tom Kort. Der Ansatz war gut, aber Tom Kort hat den Braten gerochen. Fischt den Heber herunter. Und somit bleibt es beim 26-12. Und Steve Marshall hat nochmal nachgeladen und durchgezogen. Treffer Nummer 27 für den SAV. Block von Steve Marshall und im Nachwurf Marco Dankert. Treffer Nummer 13 und 2 Minuten Strafe gegen Malte Herrmann. Ich hab dann so kleine Bruchstücke mit rein. Entschuldigung! Heiko Goris kann sich auszeichnen. Erneut Marco Dankert kommt den 9 Meter zugesprochen. Glück gehabt beim Abspiel von Langmark auf Rodanz, dass der Fuß des SAV-Spielers dazwischen ist, aber der Wurfversuch von Steve Langmark geht weit über das Tor. Aber diesmal gut zurückgearbeitet von Benny Zacho, der die erste Konterbewegung unterbinden kann und der SV Krivitz ist wieder vorne im Spielaufbau. Aber halbherzige Würfe können Tom Kort im Tor des SAV nicht wirklich vor eine große Aufgabe stellen. Erneut 7 Meter rausgeholt durch Christoph Vetter. Und das Duell Erik Hofmann gegen Heiko Goris. Mit Pfosten links, Pfosten rechts und doch ins Netz hinein. Der
Treffer Nummer 28 von Erik Hofmann. Tolle Einzelaktion durch Steve Langmark. Anschlusstreffer 14:28. Und beim Unterbinden der schnellen Mitte, Marco Dankert holt sich die 2 Minuten Strafe ab. Somit der SV Kriewitz für 2 Minuten in Unterzahl. Christoph Vetter kommt über die Linksaußenposition, aber ihm im Weg steht Heiko Goris, verhindert Schlimmeres und es bleibt bei der 14-Tore-Führung für den SAV. Christian Prempel mit seinem ersten Tor in diesem Spiel und dem Anschlusstreffer zum 15:28. Und zur Belohnung holt er sich bei dem Rüdeneinsteigen gegen Tim Cichang eine 2 Minuten Strafe ab. Somit der SV Kriewitz mit 4-6 in Unterzahl. Kurzer Torwartwechsel zum 7-Meter. Gerd Körner kommt. Ihm gegenüber steht Christoph Vetter. Vetter bleibt cool, versenkt die Kugel im Netz und erhöht auf 29:15. Langmark mit dem Kopfversuch aus dem Rückraum scheitert am Tom Kortz. Schade, da hätte Heiko Goris fast Unmögliches möglich gemacht. Aber von seiner Hand prallt der Ball doch ins Netz und die Führung wächst auf 30:15 für den Stralsunder HV. Gestellter 9 Meter, Stefan Floss scheitert bei der Genauigkeit seiner Würfe und verzieht. Aber im Gegenzug ist auch Christoph Vetter nicht erfolgreich, setzt den Heber gegen den Pfosten. Glück für den SV Kriewitz. Es bleibt bei 15 Tore Rückstand. Und auch der erneute Versuch von Steve Langmark bleibt an Tom Kort hängen.
an dem Eckball. Da ist Erik Hofmann blöd aufgekommen. Tut sich höllisch. Die Schulter wird es sein. Ja, ich sehe gerade die Schulter. Unglücklich draufgestürzt. Auch da alles Gute, dass es in Kürze weitergeht. Erik Hofmann steht wieder, führt die Ecke aus, das heißt Schulter funktioniert und auf ihn kann es weitergehen. Und Steve Marshall erhöht auf 31:15. Für den Stralsunder HV. Nummer 25, Marek Hosegard mit dem 16. Treffer für den SV Kriebitz. Und im Gegenzug Tim Cishang erhöht wieder auf 16 Tore Vorsprung, 32:16. Roldans kommt nicht mehr hinter den Ball. Schrittfehler. Krempel leitet ein auf Dempke. Frank Karpat mit Treffer Nummer 17 für den SV Kriebitz und im Gegenzug Michael Schmidt korrigiert den Abstand wieder auf 16 Tore, 33:17. Ebenfalls von Frank Karpat und Christoph Vetter mit dem gekonnten Dreher um das Bein von Heiko Goros herum und der 34:17 Führung. Oh, schön umgeschaltet aus der Schnellmitte heraus. Krempel auf Dempke, der sieht, dass seine beiden Abwehrspieler noch nicht auf der Höhe waren. Geht ab, zieht ab und trifft zum 18:34.
Marschall kann nicht gestoppt werden. Ein ums andere Mal legt er einen ab. Und erhöht mit seinem 7. Treffer auf 35-18. Fangfehler durch Prempel, Christoph Vetter mit der anderen Variante des Drehers um das andere Bein herum. Und die Führung wächst jetzt auf mittlerweile 18 Tore Vorsprung, 36-18. Stefan Floss kann zwei Leute binden. In der Abwehr vom SAV legt den Ball dann raus zu Marek Posekart. Und er erzielt den Treffer Nummer 19 für den SV Kriwitz. Steve Marschall, der den alten Abstand wieder korrigiert. 37-19. In den Block des SAV Frank Karpat. Und Hofmann, Erik Hofmann vertändelt den Ball durch einen miserablen Pass zu seinem mitgelaufenen Mannschaftskameraden. Einwurf für den SV Kriwitz und neuer Spielaufbau. Da hat sich Boris Ziemki in den Abpraller geschmissen, kann den Ball behaupten und weiter geht es für den SV Kriwitz, der wahrscheinlich heute an seinen eigenen Möglichkeiten und an dem Unvermögen scheitert. Das nutzen die Stralsunder in jeder Phase aus. Christoph Vetter mit dem Treffer Nummer 38. Boris Demke hat erneut Glück, dass der Abpraller bei ihm landet. Legt nach, bezwingt Tom Kort im Tor des SAV. Rückstand aber immer noch 20-38. Treffer zählt nicht. Abgestanden. Und die Möglichkeit für den SV Kriwitz, das Ergebnis ein wenig zu korrigieren.
Tolle Aktion von Steve Langmark. Ah, der Pass auf Langkau. Kann nicht gesichert werden. Somit der SAV wieder in der Konterbewegung. Und den Treffer erzielt Erik Hofmann. Zum 39:20. Zwei Wurfversuche des SV Krivels. Keiner findet den Weg ins Tor. Es bleibt bei der 19-Tore-Führung für den SAV. Ballgewinn durch Langkau. Pass von Karpat auf Demke. Und Demke erneut mit dem Heber erfolgreich. 21, SV Krivitz, 39, Stralsunder HV. Und eine 2-Minuten-Strafe zusätzlich dazu für die Nummer 33, Tim Chishang. Jetzt geht mal ein Schuss vorbei von Steve Marshall. Es kracht gewaltig ans Gebälk. Nächste Wurfversuch von Frank Karpat. Fällt nur in die Hände von Tom Kort. Und im Gegenzug tritt Michael Schmidt auf die 6-Meter-Markierung. Dementsprechend Abwurf vom Tor. Schnell eingeleitet über die erste Welle. Und erfolgreich Marek Posekart für den SV Krivitz. Es steht immer noch 22:39. Kurze Konfusion.
Und 2 Minuten Strafe holt er sie ab, Malte Herrmann. Seine 2. in diesem Spiel. Er wird das Ende dieses Spiels nicht mehr erleben. Der SAV wird die restliche Spielzeit in Unterzahl bleiben. 5-6. Und am Punkt jetzt Marek Posekart gegen Tom Kort. Und auch beim 3. Versuch scheitert Marek Posekart vom 7-Meter-Punkt gegen den gut aufgelegten SAV-Torhüter. Treffer Nummer 40. Durch Steve Marshall. Und im Gegenzug setzt sich Marco Dankert durch. Nicht ein bisschen benommen. Bekommt den 7-Meter-Pfiff. Und jetzt tritt an. Mike Lankau. Und sein Gegenüber wird wiederum sein Tom Kort. Und auch Frank Lankau, Mike Lankau, Entschuldigung, scheitert beim Versuch, einen 7-Meter heute gegen Tom Kort zu versenken. Und Erik Hofmann mit seinem 10. Treffer in diesem Spiel erhöht auf 41-22. Und auch Marco Dankert trägt sich nochmal in die Torschützenliste ein. Treffer Nummer 23 für den SV Kriewitz. Ein einseitiges Duell mit einer aufopferungsvoll kämpfenden Kriewitzer Mannschaft. Somit das Finale bei den Männern der Stralsunder HV gegen Lötz. Das erste Gemeinschaftsspiel steht begann.